ein Äuglein, zwei Äuglein und drei Äuglein. Es war einmal eine Frau, die hatte drei Töchter. Davon hieß die älteste ein Äuglein, weil sie nur ein einziges Auge mitten auf der Stirn hatte. Und die mittlerste zwei Äuglein, weil sie zwei Augen hatte wie andere Menschen. Und die jüngste drei Äuglein, weil sie drei Augen hatte. Und das dritte stand bei ihr gleichfalls mitten auf der Stirne. Darum aber, dass zwei Äuglein nicht anders aussah als andere Menschenkinder, konnten es die Schwestern und die Mutter nicht leiden. Sie sprachen zu ihm. Du mit deinen zwei Augen, du bist nicht besser als das gemeine Volk. Du gehörst nicht zu uns. Sie stießen es herum und warfen ihm schlechte Kleider hin und gaben ihm nicht mehr zu essen, als was sie übrig ließen, und taten ihm Herzeleid an, wo sie nur konnten. Es trug sich zu, dass zwei Äuglein hinaus ins Feld gehen und die Ziegen hüten musste, aber noch ganz hungrig war, weil ihm seine Schwestern so wenig zu essen gegeben hatten. Da setzte es sich auf einen Rain und fing an zu weinen, und so zu weinen, dass zwei Bächlein aus seinen Augen herabflossen. Und wie es in seinem Jammer einmal aufblickte, stand eine Frau neben ihm, die fragte, Zwei Äuglein? Was weinst du? Und zwei Äuglein erzählte ihr den Kummer. Da sprach die weise Frau, Zwei Äuglein, trockne dir dein Angesicht. Ich will dir etwas sagen, dass du nicht mehr hungern sollst. Sprich nur zu deiner Ziege, Zicklein, Meck, Tischlein, Deck. So wird ein sauber gedecktes Tischlein vor dir stehen. Und das schönste Essen darauf, das du essen kannst, so viel du Lust hast. Und wenn du satt bist und das Tischlein nicht mehr brauchst, so sprichst du nur Zicklein, Meck, Tischlein, Deck. Und so wird's vor deinen Augen wieder verschwinden. Darauf ging die weise Frau fort. Abends, als zwei Äuglein mit seiner Ziege nach Hause kam, fand es ein irdenes Schüsselchen mit Essen, das ihm die Schwestern hingestellt hatten, aber es rührte nichts an. Da wurden die Schwestern neugierig. Als nun zwei Äuglein sich wieder aufmachte, trat ein Äuglein zu ihm und sprach, Ich will mit dir ins Feld gehen und sehen, dass die Ziege auch recht gehütet und ins Futter getrieben wird. Aber zwei Äuglein merkte, was ein Äuglein im Sinn hatte, und trieb die Ziege hinaus ins hohe Gras und sprach, Komm, ein Äuglein, wir wollen uns hinsetzen. Ich will dir was vorsingen. Ein Äuglein setzte sich hin und war von dem ungewohnten Weg und von der Sonnenhitze müde. Und zwei Äuglein sang immer, Ein Äuglein wachst du, ein Äuglein schläfst du. Da tat ein Äuglein das eine Auge zu und schlief ein. Und als zwei Äuglein sah, dass ein Äuglein fest schlief und nichts verraten konnte, sprach es, Zicklein Meck, Tischlein Deck. Und setzte sich an sein Tischlein, aß und trank, bis es satt war. Dann rief es wieder, Zicklein Meck, Tischlein Deck. Und alles war augenblicklich verschwunden. Zwei Äuglein weckte nun ein Äuglein und sprach, Ein Äuglein, du willst hüten und schläfst dabei ein. Derweil hätte die Ziege in alle Welt laufen können. Komm, wir wollen nach Hause gehen. Da gingen sie nach Hause, und zwei Äuglein ließ wieder sein Schüsselchen unangerührt stehen, und ein Äuglein konnte der Mutter nicht verraten, warum es nicht essen wollte, und sagte zu seiner Entschuldigung, Ich war eingeschlafen. Am anderen Tag sprach die Mutter zu drei Äuglein, Diesmal sollst du mitgehen und Acht haben, ob zwei Äuglein draußen ist und ob ihm jemand Essen und Trinken bringt. Es geschah jedoch wie am ersten Tag. Ich habe alles genau mit angesehen, rief drei Äuglein. Zwei Augen hat sie mir mit einem Sprüchlein eingeschläfert, aber das eine auf der Stirn, das war zum Glück wach geblieben. Da rief die neidische Mutter, Willst du's besser machen als wir? Die Lust soll dir vergehen. Sie holte ein Schlachtmesser und stieß es der Ziege ins Herz, dass sie tot hinfiel. Als zwei Äuglein das sah, ging es voll Trauer hinaus, setzte sich auf den Feldrain und weinte seine bitteren Tränen. Da stand auf einmal die weise Frau wieder neben ihm und zwei Äuglein erzählte ihr alles. Die weise Frau sprach, Zwei Äuglein, ich will dir einen guten Rat erteilen. Bitte deine Schwestern, dass sie dir das Eingeweide von der geschlachteten Ziege geben. Und dann vergrab es vor der Haustür in der Erde. So wird's dein Glück sein. Da verschwand sie. Und zwei Äuglein ging heim und nahm das Eingeweide und vergrub's abends in aller Stille nach dem Rat der weisen Frau vor der Haustüre. Am anderen Morgen, als sie insgesamt erwachten und vor die Haustüre traten, so stand da ein wunderbar prächtiger Baum. Der hatte Blätter von Silber und Früchte von Gold hingen dazwischen, das wohl nichts Schöneres und Köstlicheres auf der weiten Welt war. Sie wussten aber nicht, wie der Baum in der Nacht dahin gekommen war. Nur zwei Äuglein merkte, dass er aus den Eingeweiden der Ziege aufgewachsen war, denn er stand gerade da, wo sie es in der Erde vergraben hatte. Und nur sie konnte die Früchte des Baumes pflücken. Die Mutter nahm sie ihm ab, und statt dass sie ein Äuglein und drei Äuglein dafür das arme zwei Äuglein hätten besser behandeln sollen, so wurden sie nur neidisch und gingen noch härter mit ihm um.
Es trug sich zu, als sie einmal beisammen an dem Baum standen, dass ein junger Ritter daherkam. Wem gehört dieser schöne Baum? Wer mir einen Zweig davon gäbe, könnte dafür verlangen, was er wollte. Da antworteten Einäuglein und Dreiäuglein, der Baum gehöre ihnen zu. Und sie wollten ihm einen Zweig wohl abbrechen. Sie gaben sich auch beide die größte Mühe, aber sie waren nicht imstande. Die Zweige und Früchte wichen jedes Mal vor ihnen zurück. Da sprach der Ritter. Das ist ja verwunderlich, dass der Baum euch gehört und ihr doch nicht die Macht habt, etwas davon abzubrechen. Da kam Zweiäuglein hervor und der Ritter war ganz verwundert über seine große Schönheit und sprach. Du, Zweiäuglein, kannst mir gewiss einen Zweig von dem Baume abbrechen. Ja, antwortete Zweiäuglein. Das will ich wohl können, denn der Baum gehört mir. Und stieg hinauf und brach mit leichter Mühe einen Zweig mit feinen silbernen Blättern und goldenen Früchten ab und reichte ihm den Ritter hin. Da hob der Ritter das Zweiäuglein aus sein Pferd und brachte es heim auf sein väterliches Schloss. Dort gab er ihm schöne Kleider, Essen und Trinken nach Herzenslust. Und weil er es so lieb hatte, ließ er sich mit ihm einsegnen und ward die Hochzeit in großer Freude gehalten. Zweiäuglein lebte lange Zeit vergnügt. Einmal kamen zwei arme Frauen zu ihm auf das Schloss und baten um ein Almosen. Da sah ihnen Zweiäuglein ins Gesicht und erkannte ihre Schwestern Einäuglein und Dreiäuglein, die so in Armut geraten waren, dass sie umherziehen und vor den Türen ihr Brot suchen mussten. Zweiäuglein aber hieß sie willkommen und tat ihnen Gutes. Also, dass die beiden von Herzen bereuten, was sie ihrer Schwester in ihrer Jugend Böses angetan hatten.